So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mapmaking-Folge, diesmal mit der Schaltung von Level Bows. Und das ist wirklich mein selbstgebautes Spiel, also ich habe es mit Freud gebaut. Und ja, ich erkläre euch jetzt mal, wie es alles funktioniert, in welcher Reihenfolge das gestartet wird, was es damit auf sich hat und dann spreche ich noch ein paar Themen am Ende an. Ich hoffe, dass die Folge nicht zu lang wird, weil es sonst dauert es wieder zu lang zum Hochladen. Aber ich kann auf jeden Fall schon länger als 15 Minuten hochladen, also brauche ich nicht mehr darauf achten. Als erstes wird dann hier getestet für alle Spieler in diesem Radius. Und zwar, wenn man jetzt mal zum Spawn geht, sieht man hier schon die Arena. Und das hier vorne ist die Lobby. Und hier kann man halt dann joinen, wird dann halt in diesen Raum geportet und dieser Raum hier hat die Koordinaten, von dem halt im Radius 5 hier getestet wird. Und jetzt kann man hier auch zurück, wenn man will. So, und in diesem Radius wird einfach nur getestet, ob sich da Spieler befinden und wenn sich hier mindestens 4 Spieler befinden, also Signalstärke 4, wird das hier ausgelöst und zwar wird ein Countdown von 30 ausgelöst. Dann wird hier die Zeit von einem bestimmten Spieler, also der heißt einfach nur Time, auf 30 gesetzt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, also wenn ein Spieler rausgeht, das Signal ausgeht, dann wird das hier umgekehrt und dann aktiviert sich diese Schaltung und zwar wird einfach auf minus 1 gesetzt die Zeit, damit es halt nicht losgeht, trotz 3 Spielern. Dann, wenn dieser Countdown abgelaufen ist, also hier wird erstmal runtergezählt, dann mit Sounds und so weiter, bis hier 2 Sekunden, 1 Sekunde und dann geht's hier los. Dabei wird der Score für alle, die sich dann im Raum befinden, von LB Start auf 1 gesetzt, also LB ist Level Bows. Hier sieht man auch schon nur die ganzen Zeitabstände. Dann wird hier noch für alle in diesem Raum halt Weakness gegeben, damit die halt sich nicht gegenseitig schlagen. Game Mode 2 wird auch noch für alle gesetzt, die sich in dem Radius von 10 befinden. Ich glaube, das muss ich auch noch ein bisschen ändern, weil da ist irgendwie noch was falsch. Und dann wird der Jump Boost für Ingame-Spieler einfach nur gesetzt. Also das ist die Arena, der Mittelpunkt. Und im Radius 50 wird einfach der Effekt Jump Boost von der Stärke 3 gegeben, damit man halt in der Arena bestimmte Hindernisse überwinden kann. Das zeige ich auch noch am Ende. Und es wird natürlich auch noch der Sättigungseffekt eingeführt. Den mache ich aber auch noch für alle, weil das braucht man wirklich nicht auf der ganzen Map. So, wenn es dann losgeht, wird dieser Block hier ausgelöst, löst dann eine ganze Reihe von Command-Blöcken aus und als erstes dann den hier mit diesen drei zusammen, aber in einer bestimmten Reihenfolge, aber das ist egal, weil alles quasi gleichzeitig geschieht. Und zwar wird der Score für einen bestimmten Spieler namens Zeit für LBS auf 900 gesetzt, also die Zeit ist einfach bei jedem Score für das Team auf 900 gesetzt, weil es auch einen bestimmten Countdown gibt und da wird einfach das Spiel in dieser Zeit laufen und der wird halt bei dieser Schaltung hier resettet und der wird einfach für jedes Scoreboard gesetzt, weil bei diesem Scoreboard hat man auch bestimmte Teams und für jedes Team wird halt rechts im Scoreboard was angezeigt. Und als nächstes gibt es dann hier erst nochmal ein Clear für alle, die da drin sind, alle Game Mode 2. Und dann wird hier das Item vergeben, zum Beispiel hier wird der Bogen mit Farben gegeben. Dann wird hier eine Zeitgranate gegeben, die wurde auch da hinten nochmal in der Schaltung drin gebaut. Also ich zeige nochmal die ganzen Special Items dann am Ende. Das hier ist ein Schwert, was natürlich ein paar Attribute hat und zwar bekommt man einen kleinen Speed Boost, wenn man das in der Hand hält. Und man kriegt auch noch ein bisschen weniger Attack Damage auf dem Schwert, weil das Schwert soll natürlich nicht zu stark sein, so wie ein Eisenschwert. Dann gibt es hier noch die Smoke Grenade und die habe ich auch gebaut. Und das ist auch nochmal eine Schaltung da hinten drin, die zeige ich am Ende. Dann gibt es hier nochmal eine Rüstung und zwar hier Anti-Fall Damage Boots. Dann gibt es hier den Pfeil auf einem bestimmten Slot, wo man halt nicht braucht halt, zum Beispiel hier oben. Also da wird dann der Pfeil hingesetzt. Danach geht es weiter mit Random-Spielern, werden einfach in diesem Radius
bestimmten Teams zugeteilt, damit sie halt in dem Team drin sind. Also es gibt halt nur 4 Teams, weil ich eigentlich nur vorhatte, 4 Teams zu machen, damit halt 4 oder 8 Spieler spielen können maximal. Es können natürlich auch 2 Spieler in ein Team, aber das muss ich nochmal ändern. Und deswegen brauche ich halt nochmal, ich habe das 4 Teams gemacht, weil ich doch die anderen Teams für andere Sachen benötige, weil es ja nur für jede Farbe ein rechtes Scoreboard gibt. Und wenn ich die Farben schon verbraucht habe, kann ich diese Farben nicht mehr benutzen als Team. Dann gibt es noch hier den Scoreplay Set Command. Und zwar für alle, die halt in-game sind, werden dann einfach für diesen Score auf 2 gesetzt, damit sie halt schon eine Stufe weiter sind. Dann werden hier alle mit einem Effekt für Heilung gegeben. Also bekommen alle einen Effekt von der Heilung. Damit einfach nur sichergestellt wird, dass alle voll geheilt sind. Es gibt auch keinen HP-Boost oder sowas. Irgendwie, dass man mehr Leben hat. Nee, eigentlich nicht. Weil, das braucht man auch nicht. Wenn man das Spiel mal ein bisschen mehr gespielt hat, dann weiß man, dass es wirklich nicht benötigt wird. Auch wenn es am Anfang so rüberkommt. Ich hoffe aber, dass es trotzdem sehr gut wird. Dann wird hier erstmal, also hier erstmal so ein Teil, wird einfach für jeden, der einen Kill gemacht hat, einfach 10 Level erhöht. Und danach werden die Kills direkt resettet, weil das in der Reihenfolge hier passiert. Erst der hier, dann der hier ausgelöst. Auf der anderen Seite ist dasselbe für die Tode. Nee, da wird noch was für die Kills gemacht. Und zwar bekommt man eine Regeneration für 5 Sekunden von der Stärke 3. Also Amplifier ist halt was anderes als normale Effekte. Und dasselbe gilt auch hier mit Effekt 11, das ist Resistenz. Also man wird für diese Zeit erstmal unverwundbar sein quasi. Dann gibt es noch diese 4 hier, die machen den Effekt vom Bogen, also beziehungsweise von den Pfeilen. Und das zeige ich auch mal ganz kurz mit einem Bogen hier. Wenn man den nämlich schießt, macht er solche coolen Partikeleffekte. Der ist hier nur gerade ein bisschen verbuggt, aber die Effekte sieht man trotzdem. Das sind nämlich diese XP-Flaschen. Und das ist auch ein spezieller, versteckter Command quasi. Also ja, für den Partikel-Command ein bestimmter Effekt. Und zwar Icon Crack, und dann kann man dahinter die ID setzen. Zum Beispiel ist es hier 384 und XP Bottles haben halt 384 als Score, also als ID. Und der wird einfach von dem Pfeil aus gemacht, wie man hier vorne sieht. Und das gilt dann auch für den Pfeil nochmal. Das ist einfach nur ein XP-Abzug von 2 Leveln, für alle im Radius 1 von diesem Pfeil aus. Und dadurch wird einfach der Spaß beim Spiel erhöht quasi. Denn man bekommt einfach durch jeden Pfeil, der an einem vorbeifliegt, einfach mal Level abgezogen. Denn das Ziel des Spiels ist einfach nur Level 500 zu erreichen, dann ist es nämlich vorbei. Und man bekommt halt jede Sekunde durch diese Glock hier ein Level dazu und durch den Kill halt 10. Deswegen wird dann einfach durch den Pfeil wieder was abgezogen, heißt also, es wird spannender, wenn man halt mehr Kills holt auch. Und so, jetzt muss ich kurz suchen. Hier war das. Und dann zeige ich jetzt mal das mit der Zeit, also mit dieser Glock hier. Wenn die Zeit sich von irgendeinem Score, also ist egal, ich könnte jetzt auch jedes andere Scoreboard testen können. Wenn die Zeit sich da von 0 bis 99.000 und sowas befindet, wird diese Glock hier aktiviert und die geht alle eine Sekunde los. Allerdings muss ich die jetzt nochmal kurz live fixen, weil die nämlich hier nicht ausgelöst hat letztes Mal. So und so. So. Und dadurch wird einfach jede Sekunde ein Signal ausgelöst. Und das wird einfach bei jedem Team in der Sidebar einfach einen Score für die Zeit wegnehmen. Und das jede Sekunde, also ist halt der Timer. Und alle bekommen ein Level dazu pro Sekunde. Und das ist dann quasi schon die Hauptschaltung für das Spiel, wenn es dann losgeht, weil sonst würde es dann nie enden. Und dann nochmal der Teil hier, das sind einfach nur Spawn Points für jedes Team, damit die halt an ihrem Spawn wirklich wieder rauskommen nach dem Tod. Dann, diese Schaltung ist etwas komplizierter. Also sie sieht komplizierter aus, ist es aber eigentlich nicht so wirklich. Und zwar wird, ich erkläre es nur für eine Seite hier. Und zwar wird für jeden im Team gelb getestet, der in-game ist, also mit diesem Score. Und
Wenn man in Levelboss drin ist, bekommt man nur diese Kills. Also es wird halt ein zweiter Score im Hintergrund laufen mit den Kills. Der Originale ist halt das hier. Und der zweite wird einfach getestet. Wenn man also einen Kill hat, wird der Score in der Sidebar für den Spieler Kills auf 1, also um 1 erhöht. Heißt also, man sieht für das komplette Team die ganzen Kills und Tode rechts im Scoreboard. Und direkt danach wird es halt wieder auf 0 gesetzt. Dasselbe passiert dann hier auch mit den Toten, wie ich es ja gerade schon gesagt habe. Ist auch wieder ein Hintergrundscore. Wird auch wieder um 1 erhöht und dann resettet. Dann auf der anderen Seite hier ist einfach nur ein TP-Command für alle, die sich also die noch in der Spawn-Kammer sind, warum auch immer. Werden einfach in ihren Spawn geportet, das ist überall das anders. Und mit Drehung auch noch, also das sind die Drehachsen, wie man hier schon sieht. Also das ist die Richtung, in die man schaut. Das rechte hier ist einfach nach oben und unten und das hier ist einfach außenrum. Und das wird dann einfach hier auch festgelegt, damit man halt nicht irgendwie gegen die Wand schaut und sich erst umdrehen muss beim Spawn. Dann erkläre ich nochmal kurz, das habe ich auch noch gar nicht fertig erklärt. Und zwar wird für den Pfeil auch noch ein XP-Arrow-Score gegeben, der sich im Boden befindet. Und dann werden alle Pfeile, die sich im Boden befinden, mit diesem Score einfach getötet. Damit sie halt nicht den Effekt dauerhaft ausspielen, wenn sie im Boden stecken, weil sie ja auch wieder aufgesammelt werden können. Und damit sie halt diesen Effekt nur in der Luft machen und auf dem Boden einfach verschwinden. Dann wird hier für diese Zeitbombe nochmal der Score, nee, dann wird das für die Zeitbombe einfach nur mal so ein Pling-Geräusch gemacht. Das ist eigentlich nicht so wichtig, das muss ich nicht erklären. Das hier ist nämlich jetzt das Komplette für die Zeitbombe. Ich habe das Item allerdings nicht gemacht, sondern nur das andere. Das hier hat mein Freund gemacht. Und zwar wird hier der Score von jedem Item, das sich als Gold Nugget ausgibt, der Score von TNT auf 1 gesetzt. Also nur welches Item halt ein Gold Nugget ist. Dann wird es von diesem Item mit diesem Score aus executed, und zwar ein Item gespawnt namens TNT. Also das Item ist halt TNT und hat einen Pickup-Delay von 3000, kann also nicht aufgesammelt werden und ist unverwundbar, also kann es nicht durch Creep-Explosionen und sonst was zerstört werden. Danach wird das eigentliche Item getötet. Weiß jetzt auch nicht, was das hier gerade ist. Also eigentlich wird es ja nur hier. Ach so, es wird geedit. Ja, dann wird es also. Ach so, ja. Wenn das hier geedit wird, wird es ja direkt nach dem zweiten Score mit dem Add gekillt. Muss ich gerade erstmal nachschauen hier. Und danach wird jedem Item, was ein TNT ist, also das, was gespawnt wurde, TNT-Type auf 1 geedit. Also jede Sekunde um 20. Dann wird hier jedem, was mindestens ein TNT-Type von 1 hat, also was halt rumliegt, ein Partikel ausgegeben. Und damit man halt so eine kleine Rauchwolke sieht, das sieht man dann auch in-game, weil ich werde auch nochmal hier einen Test hochladen, falls ich es hinbekomme. Also ich wollte halt eigentlich noch einen Test aufnehmen von jedem Spiel, aber irgendwie nicht mal Nitrado-Server kriegt das hin, dass er irgendwie mal ein normales Spiel startet. Eigentlich funktioniert ja alles, aber es hat halt so extrem geleckt. Deswegen konnte ich es halt auch nicht testen. So, dann hier wird da von jedem TNT, was TNT-Time auf 100 hat, also 5 Sekunden rumliegt, ein Creeper gespawnt, der direkt explodiert, also dieses Ignited. Dann Fuse 0, also der direkt vorm Explodieren ist. Dann ein Explosionsradius von 4 hat. Explosionspower 1, was auch immer das heißen soll. Irgendwie Block zerstören oder so ist noch nicht drin. Dann heißt er noch Time Grenade, damit, es ist ganz wichtig, dass er Time Grenade heißt, weil da steht im Todescounter, im Chat, dass der von einer Time Grenade gekillt wurde. Also, dass man halt nicht von irgendeinem komischen Creeper gekillt wurde, sondern von dieser Time Grenade heißt der halt so. Und danach wird dann das Item, was mehr als diesen Score hat, gekillt. Nach der Zeit von 5 Sekunden, also ist halt eine 5-Sekunden-Bombe.
Und diese Sounds, die werden unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgelöst, damit es halt so als Warnung geht. Dann hier diese sechs Commands sind von der Smoke Bomb, die ich gebaut habe. Als erstes wird dem Item, was ein Fire Charge ist und auf dem Boden liegt, ein Score von Smoke auf minus 1 gesetzt. Dieser Score, also von diesem Item aus, wird ein Summon-Befehl executed und dieser spawnt ein Item, was nochmal ein Firework Charge ist, aber kein Fire Charge, also eine ganz andere Seite, was auch Pickup Delay hat und auch unverwundbar ist. Heißt also, es kann also nicht aufgehoben werden, ist einfach nur auf dem Boden liegend. Dann wird diesem Item der Score von Smoke jede Sekunde um 20 erhöht, weil es hier ja 20 Tick Clock ist und damit wird es halt jede Sekunde um 20 erhöht. Ist halt nur für dieses Item, was Firework Charge ist. Und dann wird von dem Item, was mindestens Smoke 1 bis 10 hat, executed, dass jedes Item im Radius von 3 gekillt wird, was den Score Smoke von minus 1 hat. Heißt also, das Standard-Item wird gekillt, damit es halt nicht noch mehr von diesen Items spawnt. Und dann wird von diesem Item aus, was halt Smoke mindestens 1 hat, also den Firework Charge, von diesem wird eine explosionsartige Rauchwolke quasi ausgelöst. Das zeige ich auch nochmal gleich, wenn ich das hier mal nehme. So, und dann nehme ich auch nochmal ein Gold Nugget. Das ist hier. Das zeige ich ja gleich. Und dann wird einfach von diesem Item aus, was nach 5 Sekunden halt rumliegt, also die Smoke Bomb liegt auch 5 Sekunden rum, wird es auch gekillt. Wenn man das nämlich jetzt hier hinwirft, kommt so eine Rauchwolke. Und das für 5 Sekunden. Und wenn man hier drin steht, kann man halt den anderen nicht so gut sehen. Von weitem wird dann der Rauch eher so ein bisschen zerkrisselt. Also ich weiß auch nicht, wie das beschreibbar ist. Also ich zeige es ja nochmal so. Und jetzt sollte man eigentlich. Auf jeden Fall diese kleinen Rauchpartikel werden halt ausgelöst dann. Sieht mir immer ganz komisch aus, aber sollte eigentlich als Rauchbombe funktionieren. Dann, wenn man das Goldnugget hier hinwirft, sieht man schon, dass es ein TNT ist. Und der Sound kommt. Und dann kommt Creeper kurz, den man eigentlich nicht sehen sollte, aber anders geht's halt nicht. Ja, dann einfach dieses TNT zum Explodieren bringt. Ist eigentlich ganz witzig mit solchen Items, haben wir halt selbst erfunden. Hier wird das Spiel, finde ich, auch benötigt, weil das Spiel sonst langweilig wäre. Deswegen ist es eigentlich auch gut, dass wir die gemacht haben. Und außerdem, das hier ist nur die Glock für das Item, für die Rauchbombe, dass es halt so einen Fizz-Sound macht. Also, wie man vielleicht auch hört, dieses Zischgeräusch. Und dass es halt ein bisschen nach Rauchbombe aussieht, nach sich anhört. Dann ist hier noch ein Scoreboard-Tester. Der testet einfach für jeden, der tot ist. Und derjenige bekommt dann einfach nach dem Tod wieder ein paar Items. Und zwar erstmal Level abgezogen hier. Danach ein Effekt, damit er geheilt wird. Danach werden die Tote werden als letztes halt auf 0 gesetzt, weil das in eine andere Reihenfolge hier geht bei den ganzen Command-Blöcken. Erst bekommt man halt zwei Time Grenades, also man bekommt halt immer zwei, weil sonst eine zu wenig wäre. Aber nur eine Smoke Bomb halt. Und dann wird halt hier hinten nochmal der Effekt 11 ausgelöst, also auch nochmal kurze Schonzeit. Danach wird das aufs Null gesetzt und dann spawnt man quasi wieder, weil man hier mit dem hier dahin geportet wird oder sowieso einen Spawn Point hat. Ich weiß nicht, was jetzt zuerst da ist. Auf jeden Fall bekommt man die Items, das habe ich schon getestet. Dann das Ende hier. Entweder die Zeit ist abgelaufen oder hier hat jemand 500 Level erreicht. Ich schätze einfach ganz groß, weil irgendwo muss da sich ein Spieler da befinden. Und wenn es halt stimmt, wenn es halt wenn die Zeit auf 0 ist oder wenn das hier ein Spieler erreicht hat, dann steht hier, ja, der Spieler hat das erreicht, und zwar der Selektor, der nächste Spieler mit mindestens 500 bis 1000 Leveln und der natürlich im Spiel ist. Dann, hier gibt es einen Unentschieden dann. Wenn die Zeit abgelaufen ist, gibt es einen Unentschieden. Und bei beiden wird einfach jeder Spieler geclearet. Zur Sicherheit. Dann werden alle aus den Teams geschmissen. Und
Danach werden hier so ein paar Scores resettet für die Zeit im Scoreboard rechts, für die Kills und für die Tode. Damit halt rechts im Scoreboard bei jedem Team einfach der ganze Score weg ist. Und danach werden einfach alle in-game in diesen Raum geportet im Spawn. Und zwar 052.0, das ist einfach nur hier dieser komische Raum. Und da mache ich halt noch eine Schaltung drunter, die einfach jeden möglichen Score resettet, außer die Währung auf dem Server. Das sind ja die Mindtaler. Und die sollen halt nicht resettet werden, deswegen kann ich auch nicht reset jeden Score machen und sowas. Aber sollte auch eigentlich einfach werden, weil es nur ausgelöst wird, wenn da jemand drin ist. Also ist nicht so wirklich aufwendig, das zu bauen, nur für jeden Score. So, das war's dann schon mit der Schaltung. Dann gehe ich nochmal zum Spawn und zeige noch kurz die Arena. Ich habe hier schon ein bisschen weiter gebaut, aber der Spawn hier wird nicht beibehalten, weil ich schon einen neuen gebaut habe, und zwar selbst. Den zeige ich auch gleich nochmal, eine kleine Vorschau. Allerdings ist da noch kaum was von dem eigentlichen, was fertig sein sollte, weil ich einfach für jedes Spiel so einen Vorraum bauen wollte, und das dauert extrem lang, weil es einfach extrem episch aussieht. Das sage ich jetzt schon mal. Es ist wirklich keine Lüge. Also ich habe mich damit selbst übertroffen mit meinen Bauskills. Hier sieht man nochmal die ganzen Spawn-Räume nochmal kurz, damit ich hier fertig bin. Und hier braucht man Jumpers für diese hohen Blöcke. So, das war es dann schon mit dem Level-Boss. Jetzt wollte ich aber noch kurz zu den ganzen Themen ansprechen, und zwar hier. Eigentlich wollte ich das 50 Abonnenten-Special machen oder zeigen, aber das dauert sowieso noch, also zeige ich jetzt schon. Und wie man schon sieht, das ist doch schon mal extremst episch oder irgendwie sowas. Das habe ich alles alleine gebaut, nachts einfach mal angefangen und habe es dann so ein paar Stunden lang weitergebaut. War auf jeden Fall sehr aufwendig. Ich habe ein Viertel komplett allein gebaut. Also ich habe es wirklich, ich habe das Ganze hier allein gebaut, muss ich einfach nur sagen. Ich habe ein Viertel halt schon mal gebaut und dann einfach mit MCN kopiert, also außenrum, weil das war wirklich dann zu viel Arbeit und auch wirklich unnötig zu viel. Also ich glaube, wer das hier nicht episch findet oder zumindest richtig geil, das kann ich eigentlich nicht verstehen. Aber ich habe mir auf jeden Fall extrem viel Mühe gegeben. Das ist aber nicht das Einzige, weil wie man sieht, sind noch da ein paar Treppen, und das zeige ich auch gleich. Aber erstmal zeige ich schon mal die Spleef Arena, also diese Lobby, die ich davor gezeigt habe. Und das sieht doch auch schon mal, ja, ne, auch so episch aus. Kann man einfach nicht anders sagen. Aber das hat auf jeden Fall mehr als 3 Stunden gedauert, diese hier zu bauen. Hierfür habe ich allerdings kein MC-Edit benutzt, also alles komplett außenrum, alles gebaut mit der Hand. Jeder einzelne Block, auch das hier oben nicht, alles mit der Hand gebaut. Und ich kann es einfach immer noch betonen, es sieht extremst episch aus. Ich habe mich damit wirklich selbst übertroffen, das alles allein zu bauen. Aber das ist das einzige Gute daran, dass ich den Server auch komplett selbst dann habe. Also ich habe quasi selbst den ganzen Spawn gebaut und muss nicht irgendwelche anderen Leute nennen. Allerdings werde ich das natürlich tun für die Leute, die mitgeholfen haben beim Bauen von Sachen. Und damit wollte ich auch nochmal ganz kurz ansprechen, dass ich noch einige Bauwerke benötige, zum Beispiel ein paar Arenen oder auch mal solche Lobbys hier. Oder irgendwelche Wartelobbys. Ich glaube, ich baue die hier selbst für den Spawn hier. Wartelobbys wären auch nochmal gut. Das werde ich alles noch in die Beschreibung packen. Heißt also, schaut auf jeden Fall in die Beschreibung. Da sind immer sehr wichtige Infos. Ich brauche wirklich noch einige Bauwerke, weil ich nicht wirklich alles selbst bauen kann. Wie man sieht, ist das hier schon ganz schön viel Arbeit für mich. Und jetzt zeige ich nochmal ganz kurz, was bei diesen Treppen hier unten ist. Man geht halt hier runter. Sieht alles schon mal wieder episch aus, kann man wirklich nicht anders sagen. Also das ist schon eine richtig krasse Leistung von mir. Ich habe eigentlich noch nie sowas Krasses gebaut, und ich kann mich eigentlich gar nicht genug dafür selbst loben. Es ist, ich weiß, es hört sich ein bisschen angeberisch an, aber angeben ist eigentlich nur etwas, wenn man mit etwas prahlt, was man eigentlich nicht kann. Und ich glaube nicht, dass das hier irgendwie scheiße aussieht, ne? Also ihr könnt da mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, den Spawn. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall schon einen Daumen hoch wert sein. Das hier unten wird natürlich alles noch mit einem Berg gefüllt. Also
das ist noch lange nicht fertig alles. Ich hatte halt nur jetzt nicht so viel Lust oder Zeit oder Inspiration für irgendwas weiteres hier. Sonst hätte ich schon weiter gebaut. Dafür hatte ich einfach schon alles im Kopf und das hier irgendwie aus dem Kopf gebaut. Es war einfach richtig krass viel Arbeit. Bis jetzt schon. Und man sieht da, es ist noch lange nicht fertig. Dann wollte ich nochmal ansprechen. Ich habe jetzt auf meinem alten Kanal wieder ein neues Projekt angefangen, was allerdings nicht so lange dauern wird. Ich werde es auch nicht wöchentlich hochladen, sondern nur zufällig, wann ich Lust habe. Und zwar ist das Trouble in Mineville vom Gamma HD Server. Habe ich einfach mal mit ein paar Leuten gezockt und hatte einfach wieder extrem Bock drauf und aufgenommen habe ich es mit Tesi, den kennen vielleicht schon einige vom alten Kanal. Wenn nicht, könnt ihr auch bei ihm vorbeischauen. Er hat auf jeden Fall mehr Abos als ich, aber das ist mir jetzt scheißegal. Auf dem Kanal habe ich auf jeden Fall schon ein paar Abos auf dem alten und ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder vorbeischaut bei diesem neuen Projekt, weil ich da nämlich wieder extrem Lust drauf habe, weil ich einfach nur Karma sammeln wollte. Und Karma sammeln geht da sehr gut, wenn man zu zweit ist. Und alles weitere wird dann im Video erklärt. Jedenfalls mache ich das Projekt bis 5000 Karma, wollte ich nur so anmerken, falls das hier einige von diesen Trouble in Mineville Zuschauern sehen. Es wäre auf jeden Fall super, wenn ihr auf beiden Kanälen vorbeischauen würdet, weil es wird einfach mal auf dem alten Kanal noch weitere Zeugs jetzt kommen. Wenn das Projekt fertig ist mit TTT, wird auf jeden Fall erstmal nochmal ein kurzes Infovideo kommen. Wahrscheinlich wieder mit Gameplay im Hintergrund und sowas, wo ich einfach nochmal sage, dass ich als nächstes vielleicht irgendwelche anderen Sachen wieder brauche, also Ideen oder Vorschläge, was ich als nächstes zocken könnte, damit der Kanal nicht wieder komplett aufhört. Allerdings wird das Projekt schon mal bis in die Schule reinlaufen. Also ich habe jetzt noch 2 Wochen Schule. Deswegen wird das ein bisschen problematisch. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem noch viele Videos bringen kann. Pro Woche wird auf jeden Fall eins kommen, wenn nicht ein Infovideo. Dann sage ich auch mal Bescheid, was jetzt los ist. Dann brauche ich nochmal dann habe ich nochmal eine Idee für Grundlagen, also was nach Grundlagen kommen soll, nach den Grundlagen-Tutorials auf diesem Kanal, wenn ich damit halt fertig bin. Weil jetzt ja die 1.8 draußen ist, bald bin ich da eigentlich auch schon fast fertig dann mit den Commands. Da kommen ja keine neuen dazu. Und da hatte ich eigentlich so eine Idee, dass ich vielleicht mal irgendwelche coolen Items, so wie bei Levelbows, selbst baue mit euch oder wenn ihr irgendwelche coolen Vorschläge habt für irgendwelche Sachen, die man, so wirklich ganz kleine Sachen, die man in Maps einbauen könnte, wenn ihr irgendwelche Adventure-Maps oder so bauen wollt, ob ihr da irgendwelche Sachen einbauen wollt, so ganz coole Sachen, so ganz kleine auch nur, ob ihr das einfach mal sehen wollt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde mich auch über Bewertungen und mehrere Kommentare freuen, wie das Video war. Dann wollte ich nochmal sagen, dass ich als 100 Abonnenten Special auf meinem alten Kanal, wenn es wirklich noch so weit kommen sollte, dass ich 100 Abonnenten erreiche mit dem neuen Projekt, dann würde mich auf jeden Fall freuen im Voraus, sage ich schon mal, ne? Wenn ich wirklich 100 Abonnenten erreiche, mache ich dann nochmal ein Special, wo ich vielleicht nochmal irgendwelche geilen Szenen zusammenschneide oder wenn ich einfach nochmal richtig geil irgendwas zocke oder irgendwas anderes. Lass mir auf jeden Fall noch einfallen. Und das Geilste an dem Special fand ich eigentlich, weil ich ja auch Klavier spiele, hatte ich eigentlich vor, ein selbst komponiertes kleines Lied nur, also es ist einfach nur sehr einfach eigentlich. Habe ich selbst komponiert, weil es nur 40 Seiten mit so einem Programm geht. Das würde ich in den Hintergrund packen. Das wäre eigentlich auch sehr cool, weil ich es nämlich selbst gespielt habe quasi. Und dann einfach meine eigene Musik im Hintergrund habe quasi. Also, es wäre auf jeden Fall ein geiles Special. Und mit Gameplay zusammen auf jeden Fall richtig geil. Auch wenn ich dabei nicht rede, wäre es auf jeden Fall super, wenn ich dann nochmal 100 Abonnenten hinbekommen würde. Wenn nicht, mache ich vielleicht meine eigene Musik nochmal ans Ende von meinem 50 Abonnenten Special auf diesem Kanal. Oder irgendwas anderes. Mal sehen. Aber ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr als 50 Abonnenten Special toll finden würdet auf diesem Kanal. Auf jeden Fall irgendwas mit Redstone oder mit dieser Map hier oder alles andere. Ich weiß nicht, ob ich die Map hier bis dahin fertig bekomme, aber ich versuche trotzdem, mir weiterzubauen. Das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu lange gelabert habe. Das Video wird auf jeden Fall heute noch kommen. Und deswegen freue ich mich auf eure Kommentare und Bewertungen.
Wenn es auch Dislikes von irgendwelchen anderen Scheiß-Videos gibt, ist mir alles Wurst. Es geht eigentlich nur um die Klicks, also durch Hater kriegt einfach nur Klicks. Nur so ganz kurz angesprochen und das war's auch schon. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.